Hallo und herzlich willkommen zu Das Glückskind. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Freizeitglück-Video. Ihr habt wahrscheinlich letzte Woche unseren Ausflug in den Affenwald gesehen. Jeden Freitag um 19 Uhr teilen wir mit euch hier unseren Freizeitglückstipp. Und diese Woche kommt das Video zu dem Ort, wo wir direkt nach dem Affenwald waren, denn ich hatte mal, wie immer, Hunger und dann sind wir im Internet auf die Suche gegangen nach einem Ort, wo es gutes Essen gibt und gleichzeitig auch gute Beschäftigung für die Kinder, sodass sie auch einen tollen Tag haben. Und dann haben wir den Possen entdeckt, Freizeit- und Erholungspark Possen. Da sind wir dann durch einen kleinen Waldweg hinaufgefahren auf einen Berg, ein paar Kilometer weiter nur vom Affenwald. Und waren dann, ja, gefühlt im Paradies, sowohl die Kinder wie auch wir Erwachsenen und mit Essen und allem drum und dran. Ja, was wir da erlebt haben, das seht ihr jetzt hier in diesem Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Das Glückskind, weil wir gerne Eltern sind. Auf der Suche nach einer Gastronomie, wo auch die Kinder glücklich sind, fanden wir durch Zufall nach unserem Besuch im Affenwald den Freizeit- und Erholungspark Possen. Rinderroulade. Echt jetzt? Ja. Veräppelt mich bestimmt. Nein. Bestimmt nur Currywurst Pommes. Rinderroulade, dann von Förster Hubert. Obwohl es von unserer Heimat Kassel nur gute 100 Kilometer entfernt ist, hatten wir zuvor noch nie davon gehört und waren sehr überrascht, wie toll es hier ist und wie gut das Essen schmeckt. Win, win, win für alle Beteiligten. Glückliche Kinder, glückliche Eltern. Ja, das ist jung, kreativ und geschmackvoll. Also ein toller Tag für die ganze Familie auf dem Possen. Possen liegt zwischen Kassel und Leipzig, ziemlich mittig in Deutschland. Eine wunderschöne Einbahnstraße führte uns durch den Wald hoch auf einen Berg in Sonderhausen. Dort steht auch der Possenturm. Er gilt als der älteste und höchste Aussichtsturm Europas, der in Fachwerk errichtet wurde. Für uns als Fachwerkhausbesitzer natürlich sehr interessant. Auf dem Parkplatz zahlten wir nur 5 Euro für ein Auto und einen Tag Aufenthalt. Sehr viele Attraktionen auf dem Possen sind komplett kostenfrei. Andere kann man optional dazu buchen. Wir waren wirklich sehr überrascht von diesem tollen Ort und das Wetter spielte ebenfalls mit. Kostenfrei waren unter anderem ein kleiner Wildpark mit Rotwild, Skierwild, Bären, Wildschweinen und Co. Die konnten wir von außen beobachten. Sowie ein Streichelzoo mit Ziegen, Schafen und Kühen. Das war natürlich mein persönliches Highlight an diesem Tag. Außerdem viele verschiedene Gehege mit Minischweinen, Schildkröten, Kaninchen, Meerschweinchen sowie Pferde und Esel auf einer Koppel. Kostenfrei ist auch der riesige Abenteuerspielplatz. Er bietet für jedes Alter Spaß und Action. Direkt unterhalb des Spielplatzes findet man Tischtennisplatten, Federballnetze, Fußballtore und eine Torschusswand. Die Schläger und Bälle dafür kann man an einem Kiosk ausleihen. Ganz kleine Pause, denn ich wollte euch unbedingt noch sagen, dass dieses Video nicht gesponsert ist, sondern dass wir wirklich ganz privat euch einfach mitnehmen, um unser Freizeitglück mit euch zu teilen, um euch zu zeigen, was wir so erleben. Und wir freuen uns sehr, 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 wenn ihr uns in die Kommentare schreibt, wo ihr gerne als Familie hinfahrt oder was ihr in eurer Freizeit so macht, was ihr unternehmt, was ihr vielleicht zu Hause für tolle Ideen habt. Ja, schreibt mir sehr, sehr gerne und jetzt geht das Video weiter. Und auch ein Volleyballfeld bzw. Netz ist vorhanden, wo wir alle unser sportliches Können unter Beweis gestellt haben. Oder so wie ich, halt nicht. Ey, aber Papa ist ja viel besser! Aber es ist ja auch blöd, Mama ist so schlecht! Was? Ich habe eine Idee.
Ein sehr großes und kostenpflichtiges Highlight ist zum Beispiel die Hüpfkissenlandschaft inklusive Riesenrutsche. Die Kleinen erwartet dort eine 7,50 Meter hohe Doppelbahnrutsche und auf der Spitze sitzt der Bär Balu und hat alles im Blick. Das Hüpfkissen ist 20 x 25 Meter groß und somit die Nummer 1 in Deutschland. Des Weiteren gibt es auch einen Hochseilgarten und einen Kinderkletterwald. Dies haben wir nur im Vorbeigehen gesehen und werden bei unserem nächsten Besuch mehr Zeit einplanen, um auch das auszuprobieren. Denn wir waren ja nur spontan und erst am Nachmittag dort. Wer uns schon länger folgt und mich kennt, weiß, ich liebe Essen. Und ich liebe Essen, wenn es so schmeckt, wie als hätte es meine Oma gekocht. So gut und lecker und frisch. Und so war es dort. Wir waren wirklich sehr, sehr begeistert, wie gut das Essen war. Und das für einen, in Anführungsstrichen, Freizeitpark, wo man das ja eigentlich eher weniger zu erwarten hat. Ja, das war unser heutiges Video Freizeitglück mit das Glückskind. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr schreibt mir jetzt in die Kommentare, wo wir mal hinfahren sollten. Und es ist wirklich ein ganz lieb gemeinter Tipp und wir werden definitiv öfter dahin fahren, auch wenn es 100 Kilometer von uns entfernt ist, hat es uns einfach rundum gut gefallen und den Kindern vor allem auch gut gefallen. Und es gab richtig gutes Essen, was ja bei mir so wichtig ist. Und ich freue mich, dass ich dieses Freizeitglück entdeckt habe und mit euch hier teilen kann. Und wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Schreibt mir gerne in die Kommentare und hier blenden wir euch auch nochmal ein, wo ihr uns folgen könnt. Bei Instagram, YouTube und Facebook. Und ja, wir freuen uns auf das nächste Video. Nächste Woche, Freitag um 19 Uhr wieder hier an Ort und Stelle. Und jetzt viel Spaß und einen schönen Tag. Tschüss, schönes Wochenende. Das Glückskind. Weil wir gerne Eltern sind.